Ja, liebe YouTube-Freunde, heute spreche ich mal zum Thema Diäten und Steuererhöhungen zu euch. Ihr lieben Politiker, was denkt ihr euch eigentlich, während ihr euer zuckersüßes Leben lebt? Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr müsst nicht krückeln, ihr müsst nicht putzen und ihr müsst auch nicht euch um eure Kinder und eure Kindererziehung kümmern. Das machen alles Personal für euch, die Putzfrauen oder Nannies. Was ihr Arbeit nennt, ist ein Witz im Gegenzug von dem, was wir tun müssen. Zahlen müsst ihr so ziemlich nichts, weder den Lachs, noch den Kaviar, noch eure Kleidung oder sonstiges. Eure Dienstfahrzeuge werden bestellt, eure Flugzeuge habt ihr auch so ziemlich umsonst. Also euch kostet das Leben gar nichts. Und wenn ich mal so dran denke, wie viel wir arbeiten müssen, um 10.000 Euro Rente zu bekommen. Ich glaube, die kriegt keiner von uns rein, zumindest nicht normalen Bürgern. Und ihr müsst noch was oben drauf packen. 10.700 Euro Rente kriegt ihr jetzt für ein paar Jahre auf dem Sessel hocken. Weil arbeiten tut ihr nicht wirklich. Also ich würde mit 10.000 Euro leben wie eine Made im Speck. Denkt doch mal an das Volk und nicht nur an euch. Lasst auch mal was für uns übrig. Für uns, das Volk, wird alles teurer. Die Mieten werden teurer, die Rohölpreise steigen ins Unermessliche. Und ich finde, für uns muss sich das Arbeiten auch wieder lohnen. Man muss einfach mal wieder mehr in der Tasche haben, um sich und der Familie sowie den Kindern auch mal wieder was bieten zu können. Denn ein Leben mit Kindern kostet.